Jetzt was anderes, liebe Zuschauer. Früher war alles besser. Kennen Sie den Satz von Mutti, von Vati, von Oma, von Opa? Das wird ja so schnell gesagt. Woran liegt das eigentlich, dass wir immer in der Erinnerung schwelgen? Dass wir immer sagen, früher, ja, da war alles besser. Wie sind wir Menschen eigentlich drauf? Und vor allem, war es wirklich so? Oder wo kommt diese Erkenntnis eigentlich her? Darüber wollen wir reden. Das Ganze hat nämlich einen psychologischen Hintergrund. Und Rolf Schmiel, unser Diplompsychologe, ist heute Morgen unser Gast. Einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Rolf, fangen wir mal ganz locker an. Woher kommt das eigentlich, dass wir immer sagen, früher war alles besser? Das hört man wirklich oft. Ja, absolut. Also, weil einfach, wenn wir uns denken, früher war alles besser, haben wir ein wohliges Gefühl. Wir bringen uns eine positive Stimmung zum einen, wenn wir an schöne Erinnerungen zurückdenken. Und das hilft uns tatsächlich, das Lebensgefühl zu geben, wir haben unser Leben im Griff gehabt. Aber dann machen wir den Fehler und sagen nicht nur, früher war alles gut, sondern sagen, heute ist alles schlecht. Mhm. Und damit ziehen wir uns leider emotional runter und befreien uns selber von der Verantwortung, Dinge gut zu machen. Das ist leider eine doofe Falle, in die wir psychologisch reintappen. Mhm. Welche Rolle spielt, dass wir heute soziale Medien haben? Sprich, dass wir viel mehr auch vom Leid in der Welt, aber auch vom Leid beispielsweise nah um uns herum, bei uns in Deutschland, mitbekommen als früher. Früher gab es Radio, Fernsehen, Zeitung. Ja. Ende. Und was in der Tagesschau gesagt wurde, das stimmte. Feierabend. Also psychologische Untersuchungen haben tatsächlich festgestellt, dass Menschen sich viele sozialen Medien bewegen, häufig lebensunzufriedener sind als Menschen, die sich damit nicht in Berührung bringen. Warum? Weil bei Instagram und Facebook werden häufig natürlich entweder Bilder gepostet, die extrem schrecklich sind. Dann denken wir, alles schrecklich. Oder ganz toll, dann denken wir, hey, das haben wir nicht. Wir haben nicht diesen super Urlaub, nicht die Modelfreundin oder den perfekten, der Freund hat nicht den perfekten Körper wie auf den Fotos. Und das führt zu Unzufriedenheit. Das heißt, wir sammeln Informationen, die unseren Eindruck der Unzufriedenheit stabilisieren. Und das ist gefährlich. Wir haben zu dem Thema auf der Straße mal nachgefragt, sprich eine Umfrage gemacht. Und die Menschen haben auch zum Thema, früher war alles besser gesprochen. Ich kann mir vorstellen, dass die Leute ihre soziale Situation einfach vergleichen. Also, dass sie einfach sagen, früher hatten sie vielleicht mehr Rente bekommen. Man darf auch natürlich auf die Zeiten zurückblicken, die man hatte und auch in Erinnerung schwelgen und auch sagen, ich hatte es mal gut oder ich hatte es auch mal schlecht und daraus halt lernen. Vielleicht sind die Menschen ein bisschen besser miteinander umgegangen, ein bisschen aufmerksamer. So wie Sie jetzt versuchen, aus mir rauszukriegen, was ich wirklich denke. Es ist auch dieses Dramatische, immer in diesem unglücklich, Unwohlsein, obwohl wir doch eigentlich alles jetzt viel besser haben. Also es ist immer dieses Nostalgische, genau, das, was man jetzt nicht mehr hat. Finden Sie auch, früher war alles besser? Nein, früher gab es doch kein iPhone. Ja, wieder umgekehrt, ne? Früher gab es kein iPhone. Heute gibt es zum Glück. Andere sagen, nee, gibt's oder früher war alles besser, weil es genau das alles nicht gegeben hat und man noch zur Telefonzelle gehen musste und 30 Pfennige eingeworfen hat, um zu telefonieren. Mario Sobeck hat uns geschrieben auf unserer Facebook-Seite, früher war einiges besser, sagt er. Die Kinder in der Schule hatten noch Respekt vor dem Lehrer. Das Internet ist super, aber früher haben die Menschen mehr miteinander geredet. Mobbing, aus meiner Erinnerung, gab es ehrlich gesagt schon immer. Nur irgendwie kannten wir den Begriff Mobbing damals nicht. Richtig, das heißt, heute neigen wir dazu, alles in entsprechende Tüten einzupacken, Aufkleber dafür zu erfinden und dadurch ist es gesellschaftlich viel stärker ein Thema. Aber zu dem Hinweis, die Jugend von heute ist schrecklich und früher war alles besser, gibt es ein wunderbares Zitat eines Philosophieprofessors, der so schön gesagt hat, die Jugend von heute liebt den Luxus, hat schlechte Manieren und verachtet Autorität. Sie legen die Beine übereinander und tyrannisieren ihre Lehrer. Dieses Zitat ist aber 2500 Jahre alt. Es ist von Sokrates. Das heißt, es gab schon immer den Eindruck, dass die Jugendlichen respektloser sind. Und natürlich gibt es manchmal Verschiebung, aber im Großen und Ganzen muss man einfach sagen, der Wahn, dass früher alles besser war, ist absoluter Blödsinn. Das heißt, auch hier, dass wir den Eindruck haben, liegt das dann auch wiederum an sozialen Medien, am Internet, an diesen schnellen Nachrichtenwellen, die uns erreichen, dass wir gefühlt heute mitbekommen, was irgendwo in Deutschland oder was weiß ich wo passiert, viel mehr mitbekommen als früher? Ja, nicht nur das, aber es ist einfach eine Lebenstendenz. Der Mensch neigt dazu, selber zu vergessen, was er für einen Blödsinn gemacht hat. Das heißt, alle, die heute sagen, die Jugend ist so respektlos, haben selber vergessen, dass sie in bestimmten Phasen als die respektloseste Generation aller Zeiten galt und Ähnliches. Mhm. Und wenn wir einfach mal aufhören, in diesen absoluten Polen zu denken, das eine zu verherrlichen, und das andere komplett mies, sondern einfach mit so einer moderaten, entspannten Stimmung anzugehen und zu sagen, heute ist manches herausfordernd, aber auch vieles sehr gut, schaffen wir einen viel schöneren Lebensalltag. Und wenn man ganz ehrlich in sich hineinhört, und ich habe das heute Morgen schon mal kurz zitiert, das hat meine Schwester mal zu mir gesagt, dann stimmt dieser Satz, in der Erinnerung malt der Pinsel golden. Das ist wirklich so. Und wir alle neigen irgendwie dazu,
immer auf der Suche zu sein, ja, das Leben war damals schon schön, alles, was wir erlebt haben, war immer schön. Ist ja nicht so, man muss sich dem einfach stellen. Ist ganz spannend. Rolf, vielen herzlichen Dank für den Moment. Ihre Meinung gerne auf unserer Facebook-Seite, liebe Zuschauer. Schreiben Sie uns und dann geht's nachher nochmal weiter. Ich denke, zum Schluss gibt's nochmal eine Einschätzung von dir. Marlene. Gerne.